Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozark Mega S zum neuen Video. Ja, das ist jetzt das Folgevideo, wo wir uns mit den Begründungen der einzelnen Parteien auseinandersetzen zum Wahl-O-Mat Berlin. Falls ihr das Video zum Wahl-O-Mat Berlin noch nicht gesehen habt, und wie gesagt, das ist keine Wahlempfehlung für euch, sondern hier, ich habe das Ganze einfach mal durchgespielt und habe so zu bestimmten Thesen meine Zustimmung oder meine Nichtzustimmung oder, wenn es mir halt egal ist, neutral, halt das Ganze mal durchgespielt. Das Video findet ihr hier oben hoffentlich. Ist es eingeblendet, da müsstet ihr mal gucken. Also es ist wirklich sehr empfehlenswert, dieses Video zuerst anzuschauen, denn ich habe zu vielen Thesen, die dort angesprochen worden sind, nicht nur einfach ja, nein, vielleicht angeklickt, sondern auch noch so ein bisschen Hintergrundinformationen mit rausgehauen, warum und wieso und weshalb ich diese Entscheidung so getroffen habe. Und ja, in diesem Video, das ist das Folgevideo, werden wir uns angucken, die Begründungen der einzelnen Parteien, die Übereinstimmungen, warum ich bei der einen Partei übereinstimmend bin, warum ich bei der anderen Partei übereinstimmend bin und bei der anderen wiederum nicht. Und ja, dementsprechend springen wir da auch jetzt direkt mal rein. So sieht das Ganze aus. Wir sind immer noch im Wahl-O-Mat drin. Ich habe das Ganze jetzt noch nicht geschlossen. Wir haben es jetzt den 27.08. Heute, genau, welcher Tag ist heute? Welcher Tag ist heute? Damit, weil ihr seht es und nicht, dass es eine Fensteraufnahme. Wir haben heute Freitag, den 27. August und jetzt ist gerade 13:12 Uhr. Also hier Stay Real und so. Hier wird nichts gefaked oder vorproduziert, sondern das Video ist hintereinander weg aufgenommen. Und ihr seht es ja auch an meiner Kleidung, dass ich hier die gleiche Kleidung noch anhabe. Hier hatten wir die Thesen mit den einzelnen ja, Begründungen und welche Partei dort wie zustimmt und wie dagegen stimmt. So, wir gehen jetzt mal gemeinsam in die Begründungen rein. Ich habe mir jetzt auf dem zweiten Bildschirm nochmal, weil ich musste das jetzt so ein bisschen anordnen, das konnte ich jetzt doch nicht als One-Taker machen. Ich habe mir auf dem linken Bildschirm jetzt alle meine Antworten nochmal rausgesucht, was ich geantwortet habe und was die Parteien dazu sagen. Und die erste These war ja Kauf an Wohnungen, da hat die CDU ja gesagt und die Freien Wähler und die AfD haben nein gesagt. Ich hatte da geantwortet, Kauf von Wohnungen neutral. Ja, CDU sagt hier, man sollte was kaufen, aber unter bestimmten Voraussetzungen, damit der Mietpreis stabil bleibt. Macht halt keinen Sinn, weil der Mietpreis soll ja nicht stabil bleiben, weil die Mietpreise sind extrem hoch und teuer, sondern der Mietpreis müsste eigentlich sinken. Deswegen macht diese Aussage gar keinen Sinn, weil wenn man was kauft, dann kann man ja auch die Kosten reduzieren. Das heißt, wenn die Wohnungen kaufen würden, wie hier gefordert, dann könnte man ja die Mieten reduzieren und dadurch würde sich der Mietpreisspiegel senken und dadurch müssten dann die Mieter auch weniger bezahlen, weil dann die umliegenden Mieten auch gesenkt werden müssen, weil der Mietpreisspiegel ja angepasst wird. Heißt also, hier würde ich sagen, lügt die CDU. Das ist so unter dem Motto, da wollen sie so ein bisschen den Tenor der Linken mitbedienen, um ja, da so schwammig drüber zu reden. Die Freien Wähler sagen ganz klar, nee, machen wir nicht, weil hier wurden 6.000 Wohnungen in Spandau und Reinickendorf an private Investoren verkauft. Das hat ganz, ganz viel Geld gekostet. Dann wurde es für 930 Millionen Euro wieder zurückgekauft. Knapp 700 Millionen in 15 Jahren für das Halten eines Bestandes macht gar keinen Sinn. Die Kaufaktion bringt dem Bürger gar nichts. Und die AfD sagt dazu, nee, Wohnungen sollten gar nicht gekauft werden, sondern es sollte eigentlich viel mehr gebaut werden. Und das Geld sollte halt statt jetzt in den Kauf von Wohnungen in Neubau fließen und vor allen Dingen in eine bessere und schnellere Voraussetzung, dass so ein Baulandkataster geschaffen wird und eine Beschleunigung des Bauantragsverfahrens. Ich hatte das Ganze neutral angeklickt, deswegen habe ich da nur teilweise Übereinstimmung. Ich weiß nicht wieso, aber dementsprechend sieht das Ganze so aus. Wir gehen zur nächsten These. Nächste These ist auch: Autobahn A100 soll wie geplant ausgebaut werden. Da hatte ich ja gesagt. Die Freien Wähler, AfD und CDU sagen ja. Die gehören alle dazu. Was sagen die dazu? Längst überfällig, Ausbau muss endlich erfolgen. Künstlich erzeugten Staus muss entgegengewirkt werden. Ja, das habe ich ja auch gesagt. Berlin verdient Mobilität. Dann Berlin benötigt dringend einen innerstädtischen Autobahnringausbau. Die AfD fordert dessen zügige Realisierung und Anbindung an die A114. Hierzu ist der Bund mit der Autobahngesellschaft in die Pflicht zu nehmen. Also auch die AfD sagt, dass das ausgebaut werden soll. Und die CDU sagt das aus. Wir stehen zum Weiterausbau der derzeitigen befindlichen 16. Baustellen Neukölln-Treptow. Das ist das, was ich gesagt habe, wo bei der Buschkrugallee die ja, Autobahn plötzlich aufhört und man gar nicht in die Südstadt reinkommt sozusagen und man eigentlich die Autobahn halt noch so weiterbauen müsste. Ja. Heißt also, da stimme ich mit denen ja allen überein. Das heißt also, da gibt es keine weiteren Thesen halt. Die sagen alle das Gleiche, kann man jetzt einfach so stehen lassen. Dann gehen wir in die ja, dritte These. Ach, hier wird angezeigt, was ich ausgewählt hatte. Aha, das ist ja sehr gut. So, ich habe ausgewählt, ja genau,
Außengastronomie, ich stimme nicht zu. Ich habe gesagt, das soll bitte der Astro, der Gastronom selbst bezahlen. AfD stimmt zu, sagt, um der Corona-Krise entstanden, ach so, die wollen die Corona-Krise abmildern, wirtschaftlichen Schaden für die Berliner Gastgewerbe auszugleichen, aber auch um flexibel eventuelle neue Einschränkungen der Gastronomie in den Innenräumen reagieren zu können, setzt die AfD der Außengastronomie. Okay, die wollen also das machen, weil man damit der Corona-Krise entgegenwirkt. Okay, habe ich so nicht drüber nachgedacht, ist natürlich eine Meinung, kann man vertreten. Dann die CDU sagt auch, die Gastronomie ist besonders stark von der Corona-Krise, ach so, es geht auch hier wieder um Corona, deswegen werden die Gastronomie auch in Hotels, Schausteller, Kulturwirtschaft bis zum von der Sondernutzungsgebühr des öffentlichen Straßenlandes befreien. Okay, die wollen also die Kosten für diese Leute alle reduzieren wegen der Corona-Krise. Habe ich aber schon mal im ersten Video gesagt, ich bin nicht so der Typ, der gerne rausgeht oder auch draußen isst oder in der Kneipe sitzt. Deswegen ist mir das alles Jacke wie Hose. Habe ich gar keinen Nerv für. Warum soll ich das mit meinem Steuergeld bezahlen? So, die Freien Wähler sagen nein. Insbesondere auf Plätze werden jetzt schon wieder deutlich zu niedrige Gebühren erhoben, wodurch bestimmte Gastronomen ohne Ausschreibung gezielt gefördert und alle anderen Gastronomien, die zu hohe Mieten für ihre Lokale zahlen müssen, massiv benachteiligt werden. Aha, das ist zum Beispiel eine Sache, deswegen haben die nicht zugestimmt und stimmen mit meiner Nachricht überein, weil es gibt natürlich auch Unterschiede bei den Mieten von den Lokalitäten und natürlich ist es dann so, dass Leute, die halt in einem, ja, in einem Durchgangsbereich ein Lokal haben, dass die natürlich dann viel zu hohe Mieten vielleicht zahlen. Das kann natürlich auch sein. Die üblichen Tische vor den Lokalen können hingegen gebührenfrei sein, wenn sicher ist, dass der Gehweg nutzbar bleibt. Heißt also, die haben sogar noch, trotzdem sie dagegen sind, haben sie trotzdem noch mal reingeschrieben, dass es da eine Sonderregelung gibt. Deswegen also hier Freie Wähler mit meiner Nachricht übereinstimmt, passt ganz gut. Dann gehen wir aufs nächste Thema. Pop-up-Radwege, da hatte ich Nein gesagt, hattet ihr ja mitbekommen, finde ich alles Quark, ist alles Blödsinn. Was sagen denn die der größten Leute zu Freiwähler? Die bestehenden Pop-up-Radwege hindern nicht nur alle am Verkehrsteilnehmer zugunsten weniger privilegierter Nutzer, sondern behindern auch den Einsatz und Rettungsfahrzeuge. A, Busverkehr, vernichten Parkraum, erhöhen den Parkraumsuchverkehr. Das ist auch immer das Problem, hatte ich ja schon mal in einem Meinungsvideo bei mir gemacht. Falls ihr euch das noch nicht angeschaut habt, ist hier oben vielleicht auch nochmal, kann ich jetzt nochmal sagen, warum es in Berlin scheiße ist zu parken. Da hatte ich schon mal ein Meinungsvideo vor einem Jahr gemacht. Könnt ihr euch auch gerne nochmal dazu anschauen. Dann so. AfD sagt, statt willkürlich Fahrspuren zu Radwegen umzuwidmen, sollten besser bestehende Radwege ertüchtigt und neue Radwege gebaut werden. Es ist ein Trugschluss zu glauben, die Verbesserung der Radinfrastruktur müsse immer zu Lasten der Autofahrer gehen. Zu einer attraktiven Stadt gehört bedarfsgerechte und gefahrlose Radwege, genauso wie leistungsfähige Straßen. Sehe ich genauso, muss ich da sagen an der Stelle. Ich habe das ja auch schon mal in meinem Video zu den, wie gesagt, Pop-up-Radwegen gesagt. Pop-up-Radwege hatte ich in einem Einzelvideo schon mal drüber gemacht, finde ich absolut bescheuert und bekloppt, dass der Radweg gehört auf den Gehweg. Das heißt, man muss dann den Gehweg ein bisschen kleiner machen, dass der Radweg auf dem Gehweg ist. Dann können alle Fahrradfahrer auf dem Gehweg fahren. Und wenn dann da Unfälle passieren, was ja meistens aufgrund der Fahrradfahrer, weil die alle asozial sind, passiert, dann kloppen sich wenigstens die Fußgänger und die Radfahrer und die Autofahrer sind davon befreit und der Verkehr fährt schneller durch die Straße. Finde ich sehr gut. Was sagt die CDU dazu? Wir treten für den Bau und Ausbau sicherer Radwege ein. Statt temporär wollen wir dauerhafte Lösungen für ein sicheres und nachhaltiges Verkehrsnetz für ganz Berlin realisieren. Dazu gehören durchgehende Fahrradschnellwege, mehr Fahrradstraßen und sichere Kreuzungsbereiche. Fahrradstraßen halte ich gar nichts von. Da haben wir ja schon so eine Fahrradstraße bei uns in Pankow in der Nähe vom Majakowski-Ring. Total bescheuert. Dort hätten sie auch, der Gehweg ist so breit. Der ist so breit, der Gehweg. Da hätten sie den Gehweg halbieren können. Dann könnten zwei Autos ganz normal aneinander dran vorbeifahren und die Fahrräder könnten sogar auch noch auf der Straße fahren oder sie würden den Radweg direkt auf den Gehweg, wie gesagt, legen würde ich viel besser finden, finde ich so, ja, nicht in Ordnung. Von daher sehe ich jetzt so, das, was mir hier die Freien Wähler schon vorgeschlagen haben, ist schon das Beste eigentlich, finde ich ganz lustig und finde ich auch ganz gut. Dann gehen wir in die nächste Sache, Obdachlose, da hatte ich gesagt, weniger Obdachlose an zentralen Orten, fand ich auch wichtig, dass man die mal da, ich will nicht sagen wegknüppelt, aber hatte ich ja im ersten Video gesagt. Dann gucken wir uns mal durch, was die Freien Wähler wieder sagen. Das Campieren ist eine Ordnungswidrigkeit, die konsequent verfolgt werden muss. Wer obdachlos ist, bekommt genau, Hilfsangebote, hatte ich auch gesagt. Die Verwahrlosung soll auf den Straßen, besonders in den Parks und unter Brücken muss konsequent unterbunden werden. Hatte ich ja auch gesagt. Sagt AfD auch, illegales Campieren führt zu vielen Orten zu unhaltbaren Zuständen für die Anwohner, für die Obdachlosen selbst. Die Duldung solcher Camps löst wiederum einen Sogeffekt für weitere Obdachlose aus. Das stimmt, muss ich auch sagen. Wenn da ein
drei, vier, fünf Leute sich mal irgendwo zusammengerottet haben, werden das ganz, ganz schnell viel, viel mehr. Da gab es ja auch diese Obdachlosenburg in diesem einen Park über die letzten Jahre. Ich weiß gar nicht, wann das gewesen ist. Müsste ich auch nochmal raussuchen. Vielleicht verlinke ich es euch im Video, wo dann wirklich dieser eine Park von so obdachlosen Kampierern wirklich beschlagnahmt wurde, bis er dann irgendwann aufgelöst wurde. Da Berlin bereits in zahlreichen Anlaufpunkten für osteuropäische Obdachlose ist, muss jetzt der politische Druck auf die Herkunftsländer ausgeübt werden, um eine solche sozial begleitende Rückkehr der Betroffenen in ihre Heimatländer zu ermöglichen, wie zum Beispiel Rückkehrinitiative von Barca. Also die sagen hier alle das Gleiche. CDU sagt auch, Kampieren an zentralen öffentlichen Orten kann für Obdachlose nur eine Notlösung werden. Wir wollen vielmehr bestehende Angebote für Obdachlose, Verbesserung, Unterbringungsmöglichkeiten schaffen. Dafür werden wir einen landesweiten Obdachlosenhilferat gründen und Obdachlosenzentren in jedem Bezirk einrichten, sowie Unterstützungsangebote für Wohnungs- und Obdachlose besser zu koordinieren. Also die sagen alle das Gleiche. Ist eigentlich egal, wie man da unterstützen möchte. Ich sag auch, nee, kein Bock drauf auf die. Die muss man nicht sein. Passt eigentlich soweit. Dann haben wir Geschlechtervielfalt. Da haben wir Nein gesagt. Da sagen die Freien Wähler und die AfD auch Nein. Da stimme ich nicht mit der CDU zu. Dann lassen wir die auch aus. Was sagen die Freien Wähler? Solange Berlin nach 25 sozialdemokratischer Schulsenatoren in aller Regel eine der Schlussplätze im Bildungsvergleich belegt, müssen sich Schulen auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Hatte ich auch gesagt. Das gehört halt nicht in die Schule, weil wenn man solch ein Thema oder so ein Programm mit reinbringt, dann fehlt ja irgendwas vom normalen Stoff. Der muss ja dann weichen für solche komischen Informationen. Und da sagen die Freien Wähler, nee, man sollte da die Kernaufgaben machen. Kinder muss vermittelt werden, dass Menschen andersartig, aber gleichwertig sind. Das ist richtig, finde ich gut. Stehe ich auch so zu. Was sagt die AfD? Die AfD ist grundsätzlich gegen eine Überfrachtung des schulischen Curricula und fordert eine Konzentration auf die Kernthemen. Viele gesellschaftliche Gruppen wünschen, dass ihre Themen im Schulrecht berücksichtigt werden. Nicht immer liegt dies im Interesse der Kinder. Außerdem sollen die Kinder nicht in ihrer geschlechtlichen Identität verunsichert werden. Nach Auffassung der AfD ist die sexuelle Erziehung in erster Linie Aufgabe der Eltern. Ist auch okay, also die haben jetzt sich da ganz neutral geäußert, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, ich sehe das auch so, Schule ist für den Unterricht da und nicht für solche komischen Sachen. Dann weiter, freier Eintritt für Museen, da hatte ich neutral angegeben gehabt. Da haben CDU und AfD Nein gesagt und Freie Wähler haben sagen, Stimmen zugesagt. Muss ich nicht angucken, die stimmen mit mir nicht überein, also uninteressant. Dann hatten wir fossile Brennstoffe in der Fernwärme. Da habe ich Nein gesagt, da sagt die CDU ja, dann lassen wir die aus. Da sagen die Freien Wähler, Berlin sollte sich zunächst einmal mit den über 200 Kohleöfen in seinen landeseigenen Wohnungen beschäftigen, die ungefiltert Feinstaub in die Stadt pusten, statt sich in Privatunternehmen einzumischen. Okay, wenn die da Informationen darüber haben, dass es noch in so vielen Privatwohnungen diese Kohleöfen gibt, die wirklich ja die Umwelt verpesten. Ich meine, so mein Vater hatte ja auch lange Zeit eine Kohle, also was heißt eine Kohle? Der hatte halt so einen Heizofen bei sich, bei dem er Holz verbrannt hat, um die Wohnung zu wärmen mit einem Schornstein. Das hat wirklich übertrieben die Luft verpestet. Sehe ich halt jetzt auch ganz neutral. Finde ich ganz gut, die Argumentation. Was sagen die? Die Energieversorger sollen diejenigen Energieträger verwenden, mit denen sie unter den gegebenen Bedingungen den Bürger das wirtschaftlichste Angebot machen können. Umwelt- und Klimaaspekte fließen bereits über Instrumente wie die Emissionszertifikatshandel in die Auswahl der Energieträger ein, sodass das Verbot von fossilen Brennstoffen einen marktwirtschaftlichen Kriterien ausgerichteten Umwelt- und Klimaschutz zuwiderliefe. Ja, ich hatte ja auch gesagt, wer soll das bezahlen? Solange die landeseigenen Bereiche nicht ordentlich ausgestattet sind und man dort überall Solaranlagen auf den Dächern hat, möchte ich eigentlich im Winter auch eine warme Wohnung haben. Und da ist mir das eigentlich auch egal, wo das herkommt. So, dann geht's weiter. Alle Zugewanderten sollen Zugang zu geführten freien Deutschkursen haben. Da sagt die AfD nein. Also dann lassen wir die aus. Wir gucken uns aber hier auf jeden Fall die Freie Wähler an. Dieses Angebot ist zentral für ein Zusammenleben, muss aber auch mit Verpflichtung zur Anwesenheit einhergehen, um missbraucht zu werden. Also ja, die sollen hingehen, aber jeder, der halt den Deutschkurs fernbleibt, der soll halt auch gerügt werden. Ist okay. Was hat die CDU? Wir wollen, dass diejenigen, die dauerhaft oder für die einige Jahre in Berlin und Deutschland leben, sich integrieren und Teil unserer Gesellschaft werden. Dazu gehört Offenheit für unsere Kultur zu haben, unsere Rechtsordnung, Werte zu achten und die deutsche Sprache zu lernen. Für uns besteht Integration aus Fördern und Fordern. Integration ist ein Angebot, aber auch eine Verpflichtung zu eigener Anstrengung. Ja, hatte ich ja auch schon gesagt gehabt mit meiner Tante. Wenn man
in ein neues Land kommt, sollte man die Sprache lernen. Wenn es solche Angebote gibt, sollten die zur Verfügung stehen, finde ich gut. Und deswegen habe ich da auch Ja angeklickt. So, was haben wir hier? Militärische Forschung an Schulen. Da sagen, nee, an Hochschulen, Entschuldigung, genau, das hatte ich gesagt. G3-Debakel mit der Bundeswehr. Was sagen die Freien Wähler? Die Freiheit von Wissenschaft und Forschung verbietet derartige Einschränkungen, zumal nicht definiert ist, was militärische Zwecke sein sollen. Düsentriebwerke, Digitalkameras und schlicht das Internet sind allesamt für militärische Zwecke erforscht worden. Stimmt. Zuerst wurden die für die Militärzwecke erforscht, bis sie dann in den ja, Privatbereich übergangen sind. So, was sagen die? Von der sicherheitsrelevante Forschung Berlin Staatssenat genehmigt werden muss, sonst würde Deutschland seine sicherheitspolitische Abhängigkeit von anderen Ländern weiter erhöhen, ohne hinreichenden Einfluss auf die dortige Forschung nehmen zu können. Allerdings verfügen viele Forscher, insbesondere Biowissenschaftler, nicht über ein geringes Bewusstsein potenzieller Risiken, deshalb muss verstärkt über die duale Use-Problematik in Forschung aufgeklärt werden. Okay, sagt mir alles gar nichts, weiß ich nicht, was sie damit meinen. Was sagt die CDU? CDU sagt, bekennt sich zur Unabhängigkeit der Wissenschaft und zur Freiheit von Forschung und Lehre an Hochschulen, die das Grundgesetz garantiert. Ein generelles Verbot von militärisch relevanter Forschung wäre verfassungsrechtlich unzulässig und wird von der CDU abgelehnt. Hierzu kommt, dass viele Themenfelder sowohl militärisch auch auf zivil nutzbar sind und eine Trennung nicht häufig möglich ist. Ja, also stimmen ja alle zu. Ich habe es auch angeklickt. Ich bin der Meinung, man sollte da mal sich an die Forschung rantrauen und mal ein paar neue Sachen machen. Finde ich ganz okay. Dann haben wir Verbeamtung von Lehrerinnen. Hatte ich gesagt, ja, soll auf jeden Fall stattfinden. Sagen die alle auch wieder ja. Dazu sagen sie, Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen, gute Absolventen, attraktive Angebote zu machen, muss Berlin die Möglichkeit der Verbeamtung wieder haben. Allerdings ist zudem ein Angebot für angestellte Lehrer zu schaffen, das der Verbeamtenlehrer wirtschaftlich gleichgestellt ist. Ja, Quereinsteigermodell, hatte ich ja gesagt gehabt. Sollen natürlich wieder mit Bundesländern mittlerweile alle Verbeamten zurückstehen muss. Zum anderen begründet die Verbeamtung ein besonders Treueverhältnis. Verbeamtete Lehrer können eine andere Haltung zu ihrem Beruf entwickeln als angestellte Lehrer. Aufgrund des Streikverbots für Beamte hat die Verbeamtung außerdem eine größere Verlässlichkeit zur Erteilung des Unterrichts. Ah, dann können die nicht mehr streiken. Das ist ja, das wusste ich auch noch nicht. Das ist ja cool. So, und was schreiben die? In fast allen Bundesländern sind die Lehrkräfte verbündet. Deshalb sprechen wir uns klar dafür aus. Also die wollen es einfach nur gleich machen, dass es damit die Konkurrenzabwanderung. Das haben sie auch gesagt in Berlin. Laufen die Lehrer davon, weil sie schlecht bezahlt sind und schlechte Jobangebote haben und dann gehen sie halt lieber nach, also der ausgebildete Lehrer geht von Berlin danach lieber nach Sachsen, weil er da und dort besser bezahlt wird und halt verbeamtet wird. Ja, kann man eigentlich alles so ganz gut heißen, hatte ich auch ja geklickt, finde ich okay. So. Dann geht es weiter mit Wahlrecht für Bezirksabgeordnetenversammlungen für EU-Staaten. Hatten wir auch schon mal gesagt, das soll möglichst in deutschen Staatsangehörigen oder beziehungsweise in den Bereichen bleiben. Was sagen die Parteien dazu? Also, die Bezirksversammlungen sind ebenso wichtige demokratische Wahlen wie die Abgeordnetenhaus, den Bundestag oder Europäisches Parlament. Das Prinzip One Man, One Vote darf nicht ausgehebelt werden, indem ein Mensch das volle Wahlrecht in dem einen und teilweise in einem anderen Wahlrecht mit einem anderen Land hat. Ach so, genau, das ist das, was ich ja auch gesagt habe. Wenn man halt in Deutschland lebt und hier dauerhaft lebt, dann soll man ja Deutscher werden. Und das heißt, als deutscher Staatsangehöriger oder als EU-Staatsangehöriger Teil der Europäischen Union darf man ja das. Alle Leute, die halt nur zum Arbeiten hier hinkommen, sei das jetzt aus Singapur oder sonst was, die kriegen das halt nicht. So, es ist ein demokratisches Grundprinzip, dass das Wahlrecht grundsätzlich nur den eigenen Staatsbürgern zusteht. Das ist richtig. Im Falle der Bezirksordnung kommen noch EU-Bürger mit Hauptwohnsitz in Berlin hinzu, denen auf Basis der Gegenseitigkeit des Kommunalwahlrechts eingeräumt wird. Vereinbarungen mit Drittstaaten zur gegenseitigen Wahrung der Kommunalrechtlich wieder absehbar, noch wären sie sinnvoll. Ja, genau, das ist ja das, was ich auch gerade schon gesagt hatte. Was sagt die CDU? Ein allgemeines Kommunalwahlrecht für Ausländer lehnt die CDU ab. Stattdessen werben wir bei denen, die schon über Jahre bei uns leben, arbeiten und gut integriert sind, dafür die Möglichkeit zu nutzen, deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Also hier, die wollen halt auch, was ich ja schon gesagt habe, dass wenn man in Deutschland schon länger lebt oder hier arbeitet und seiner Arbeitsverpflichtung nachgeht, dass man Deutscher wird. Finde ich, ist in Ordnung. Also alle drei Positionen kann ich da nachvollziehen. Ist okay. So, Krankenhäuser. Da habe ich ausgewählt, neutral. Alle anderen drei haben Nein ausgewählt, also überspringen wir die These.
Dann haben wir Lärmschutz von Clubs. Da hatte ich Nein ausgewählt. Da haben nur die Freien Wähler Nein ausgewählt. Wer ein Gewerbe mit einer Gewinnerzielungsabsicht betreibt, ist in allen anderen Branchen auch selbst dafür verantwortlich, dass er Kosten auf eigene gesetzlichen Vorgaben hier Lärmschutz einhält und nicht Gewinne vereinnahmen und um sich die Investitionssteuer finanzieren zu lassen. Das ist das, was ich gesagt habe. Warum soll ich denn für die komischen Clubs mein Steuergeld bezahlen, dass die ihren Lärmschutz machen? Also wenn jemand einen Club aufmacht, bei dem er Rock'n'Tocken-Musik macht, dann soll er das doch bitte selbst bezahlen. Also da bin ich auch übereinstimmt. Hier hatte ich ja schon, bevor ich diese Nachricht gelesen habe, gesagt, ja, bin ich mit den Freien Wählern übereinstimmt. Die anderen wollen das ja alle nicht. Heißt also, die lassen wir dann aus. So, verpflichtendes Kita-Jahr. Hatte ich ja angeklickt, haben nur die CDU bestätigt. Was sagen die dazu? Wir werden die bewährte und gut angenommene Vorschule wieder einführen, um Kinder behutsam und altersangemessen an den Schultag heranzuführen. Die Vorschulklassen bieten eine gute Möglichkeit, Sprachdefizite gezielt abzubauen, um motorische Fähigkeiten zu fördern. Vorschulklassen haben eine gute schulvorbereitende Wirkung, ohne die Kinder zu überfordern. Hatte ich auch, also als ich in der Vorschule, also ich bin ja auch in die Vorschule gekommen, das glaube ich war von 5 bis 6 Jahren, da war ich in der Kindergarten-Vorschulgruppe und da haben wir auch schon so Zahlen und sowas und Buchstaben gelernt. Fand ich ganz cool. Als Kind damals hat mir gefallen, fand ich gut und für Berlin verpflichtend bin ich auch der Meinung, dass das gut ist, weil ja auch die Kindergärten und auch die Schulen haben ja einen Bildungsauftrag und das finde ich gut. Die anderen haben da Nein gesagt, das heißt, wir werden uns das nicht durchlesen. So, Migrationsmuseum habe ich Nein gesagt gehabt und da haben die anderen neutral, also die passen da nicht rein und die CDU haben auch Nein gesagt und die AfD haben Nein gesagt. Dann lesen wir uns mal durch, was die zu sagen haben. Also, Migration ist bereits Thema vieler Ausstellungen in Berlin am Anhalter Bahnhof, wo gerade das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung und Versöhnung eröffnet wurde, ist ein Exilmuseum geplant. Der Verein Dokumentationszentrum und Museum über Migration und Deutschland e.V. Domit errichtet in Köln ein zentrales Migrationsmuseum. Die AfD sieht deshalb keine Notwendigkeit, ein Berliner Landesmuseum zur Migrationsgeschichte zu schaffen. Private Museumsinitiativen sind aber jederzeit denkbar. Also, die wollen das einfach nur nicht staatlich, deswegen sind da soll kein Steuergeld für verschwendet werden, habe ich auch gesagt, finde ich dumm. Jeder, der sich privat dafür interessiert, kann es ja selber machen und kein Problem. CDU sagt auch, Berlin hat in seiner Geschichte immer wieder Menschen aus anderen Landesteilen und anderen Ländern angezogen. Der Beitrag der Migration zur Entwicklung Berlins geleistet haben und leisten, kann beispielsweise in Form von Sonderausstellungen innerhalb der reichen Museenlandschaft Berlin angemessen gewürdigt werden. Also die sagen, hey, wir haben doch schon so viele Museen, lass doch Migration dann zum Thema machen in einer der speziellen Museen. Da muss man kein extra Museum bauen. Also, ja, kann man beide Positionen, glaube ich, nachvollziehen. Finde ich, ist Geldverschwendung, bringt halt nichts. So, dann geht es weiter. Privatunternehmen an Hochschulen. Da hatte ich neutral gesagt gehabt. Da haben nur die Freien Wähler neutral gesagt. Public-Private-Partnerships können durchaus auch im Bereich in der Hochschulen, etwa in der Forschung, sinnvoll sein. Aber grundsätzlich ist die Vermittlung einer qualifizierten Erstausbildung staatliche Kernaufgabe und muss frei von bestimmten Unternehmensinteressen erfolgen. Da habe ich ja gesagt, das darf wirklich nicht zu weit gehen und dementsprechend fand ich das auch als neutral. Man muss halt da Interessenabwägungen von Unternehmen, die da, wenn sie Geld reinpumpen in irgendwelche Hochschulen, wollen die ja auch bestimmtes Benefit draus haben, aber das Benefit darf halt nicht über dem Schulungszweck liegen. Das ist halt so die Sache. Das hatte ich ja auch gesagt schon im ersten Video. Dann haben wir Frauen und Männer auf Wahllisten. Hatte ich mich auch schon zugeäußert gehabt. Da hatte ich ja gesagt, wenn man zu wenig Frauen hat, dann würden ja die Männer diskriminiert werden. Da haben die drei gesagt Folgendes. So, wir Freie Wähler betrachten den Menschen als solchen, seine Stärken, Leistungen und nicht externe Merkmale wie das Geschlecht, die Herkunft oder das Lebensalter und respektieren die Wahlfreiheit des Souveräns der Bürger, die das Konzept der gefühlten die das Konzept des gefühlten Geschlechts einerseits und Geschlechterquoten andererseits zusammenpassen sollen, haben die Parteien, die bereits fordern, auch bisher nicht erklären können. Da geht es um diese Gendersachen. Also die sagen hier, wenn jetzt sich eine Frau anmeldet, die aber in Wirklichkeit ein Mann ist, weil sie unten die Geschlechtsmerkmale eines Mannes hat, aber dann sich als Frau fühlt, soll sie dann über eine Frauenliste gewählt werden? Das macht nicht so viel Sinn. Also die Meinung kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Die Freiheit der Wahl und die Freiheit jeder Partei, ihre Kandidaten unabhängig vom Geschlecht auswählen zu dürfen, auszuwählen, dürfen nicht angetastet werden. Das ist das, was ich auch gesagt habe. Hey, wenn ich eine Partei habe oder viel mehr Männer in meiner Partei habe als Frauen und ich gar nicht genug Frauenkandidaten aufstellen kann, darf ich dann die Männer nicht aufstellen oder was? Ja, weiß ich nicht. Ist halt sehr, sehr komisch.
Okay, dann gehen wir noch hier ran in die CDU. Wir wollen, dass sich mehr Frauen in Parteien engagieren und auch bereit sind, politische Mandate und Funktionen zu übernehmen. Das Ziel, den Anteil von Frauen in den Parlamenten zu erhöhen, ist zweifelsohne richtig. Diese Änderung des Wahlgesetzes ist jedoch mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland nicht vereinbar. Also es verstößt sogar noch gegen das Grundgesetz. So auch die Entscheidung des Brandenburger Verfassungsgerichts. Wir stehen zu den Wahlrechtsgrundsätzen der Freiheit und Gleichheit der Wahl. Also alle drei Begründungen nachvollziehbar. So, dann geht es weiter. Entgeltfreie ÖPNV. Also da hatte ich auch ja gesagt. Da sagt aber keiner von denen, die mir zugestimmt wurden, ja, die sagen alle nein. Also überspringen wir diesen Punkt. Dann hatten wir Schuldenbremse. Berlin soll die gesetzliche Schuldenbremse einhalten. Ja, haben auch alle drei Parteien, die mir hier zugeordnet sind, ja gesagt. So, Freie Wähler. Der Tendenz, der Senat auf Kosten zukünftiger Generationen Haushaltsmittel in Milliardenhöhe zu verschulden und dann neue Schulden aufzunehmen, kann man nur begegnen, indem der Senat durch dieses Verbot zur Sparsamkeit gezwungen wird. Heißt also, die sollen sich nicht mehr verschulden. So, die Einhaltung der Schuldenbremse ist unabdingbar für solide Finanzen. Um einen erneuten Überschießen der Verschuldung in der Zukunft einen Riegel vorzuschieben, setzen wir uns für eine Verankerung der Schuldenbremse in der Berliner Landesverfassung ein. Die einfache Fassung der Landeshaushaltsordnung reicht nicht aus und öffnet Missbrauch Tür und Tor. Eine Verankerung in der Verfassung böte neben der Klagemöglichkeit für die Opposition auch Rechtssicherheit für die Berliner. Ja, das hat man ja gesehen beim ja, Berliner Flughafen BER, was so eine ja, Mehrfinanzierung dann ausmacht. Da kostet dann plötzlich das Ding einige Milliarden mehr. Ist schon sehr teuer. Wir streben eine möglichst schnelle Rückkehr zur Schuldenbremse an. Nur solide Finanzen sind ein verlässlicher Garant für die langfristige Sicherung des Wirtschaftskraft unserer Stadt und eine Frage der Generationengerechtigkeit. Also, da sagen alle drei ja, ich auch. Man kann nur so lang seine Füße strecken, wie die Decke halt ist, ja. Und ich meine so, ich kann ja auch nicht zur Bank gehen und mir unendlich Kredite holen, weil ich da Bock drauf habe und dann das in 100 Jahren abbezahlen. Also, sagt einem der gesunde Menschenverstand, ja. Dann die nächste Sache ist Schwerpunktschulen. Ach so, hatte ich auch gesagt gehabt. Inklusionsschwerpunktschulen geben, das war das mit den behinderten, geistig behinderten Kindern. Habe ich nur Übereinstimmung mit der AfD. Inklusion ohne ausreichende Ressourcen beeinträchtigt sowohl Schüler mit Förderbedarf als auch Schüler ohne Förderbedarf in ihrer schulischen Entwicklung. Die AfD befürwortet es, eine reine Förderklassen an Regelschulen einzurichten und damit einen gemeinsamen Schulbesuch von Kindern mit und ohne Förderbedarf zu ermöglichen. Eine breite Verteilung von Schülern mit speziellem Förderbedarf über die Klassen hinweg ist hingegen unzweckmäßig, weil sie Lehrer und Schüler überfordert. Ja, ich hatte es ja auch schon gesagt hier mit den geistig behinderten Kindern oder generell mit behinderten Kindern, die da Schwierigkeiten haben. Ich hatte das ja auch schon gesagt mit den geistig behinderten Kindern oder generell mit Kindern, die da Schwierigkeiten haben, dass dafür ja am besten Förderschulen oder Förderklassen geschaffen werden sollen, sieht als einziges wohl die AfD so, weil ich habe das ja auch halt auch gesehen in normalen Klassen. Also wir sprechen jetzt wirklich ja von Leuten, die halt geistig dazu nicht in der Lage sind. Von körperlichen Behinderungen sprechen wir ja nicht und dementsprechend ja, kann ich die Meinung hier nachvollziehen. Dann haben wir Rückgabe von Kolonialgütern. Da hatte ich Nein angeklickt, weil, hatte ich ja auch schon gesagt, 600 Jahre her interessiert keine Sau mehr, so ein Blödsinn. So. Die These lässt etwa mit Blick auf die Bennen-Bonzen weg, dass die Kunstwerke legal erworben wurden. Ach so, manche wurden sogar gekauft und dann sollen die trotzdem zurückgegeben werden. Aha. Also, habe ich auch nicht gewusst, haben die Freien Wähler mir jetzt gesagt. Jedes Volk hat das Recht auf die eigene Kultur. Die Restitution von Objekten muss aber auf die Entscheidungen von Fall zu Fall beruhen. Mit einer generellen Restitution ist niemandem gedient, weder den Herkunftsgesellschaften noch den abgebenden Museen. Sachliche Voraussetzung für eine mögliche Rückgabe an die Staaten auf dem Gebiet der ehemaligen Kolonien ist eine umfassende Provinzforschung und eine enge Kooperation mit den Herkunftsländern. Beides ist vorbehaltlos zu befürworten. Also die strengen sich nicht dagegen, aber die sagen, das muss abgewägt werden, wem man was zurückgibt und nicht pauschale Rückgabe von Kunstgütern. Also das ist hier in der Fragestellung scheinbar mit Nein beantwortet worden, weil das denen zu schwammig war. Finde ich jetzt auch nachvollziehbar. Ich habe ja auch Nein gesagt, ich habe da aber eine andere Meinung zu als die beiden Parteien.
So, dann haben wir noch Frauenquote. In Führungspositionen von landeseigenen Betrieben soll eine verbindliche Frauenquote geben. Hatte ich auch Nein gesagt. Fand ich unnötig, weil ich habe gesagt, bei gleicher Qualifikation soll beiden die Möglichkeit, also Mann und Frau, gegeben werden, dass sie gewählt werden dürfen. Und dann solltet am Ende vielleicht sogar über die Firma selbst oder über die landeseigenen Betriebe selbst oder über Losverfahren gemacht werden. Dann hat halt einer Glück oder Pech, ist halt dann einfach so. So was sagen die Freien Wähler. Wir Freie Wähler betrachten den Menschen als solchen, seine Kräfte, Stärken und Leistungen und nicht externe Merkmale wie Geschlecht, Herkunft oder Bindung. Hatten die hier schon mal woanders geschrieben, deshalb lehnen wir derartige Quoten ab. Ein kompetenter Mensch muss befördert werden, ganz ungeachtet sachfremder Erwägungen. Berlin verdient mehr Leistung. Also da geht es auch, das Leistungsprinzip wollen die bestätigen. AfD sagt was? Die AfD setzt sich für eine Auswahl von Leistungskriterien ein und lehnt Quoten deshalb grundsätzlich ab. Auch landeseigene Betriebe sollen das am besten geeignete Personal rekrutieren, ohne auf Quoten Rücksicht nehmen zu müssen. Eine Frauenquote führt dazu, dass sich beruflich erfolgreiche und gut qualifizierte Frauen dem Vorwurf ausgesetzt sehen, sie hätten ihre Stellung durch eine Quote erhalten. Das schadet dem beruflichen Erfolg von Frauen langfristig mehr, als die Quote nutzt. Also die sagen sogar, dass Frauen sich dadurch in ihrer persönlichen Entwicklung benachteiligt fühlen, wenn sie nur aufgrund der Quote da reingekommen sind, obwohl sie gut qualifiziert sind. Also ja, kann man auch diese Meinung kann man nachvollziehen. Was sagt die CDU? Wir wollen, dass mehr Frauen in Führungsverantwortung kommen, in mittleren und höheren Führungspositionen ebenso wie in den Vorständen und Aufsichtsräten. Die öffentliche Hand sollte dabei eine Vorreiterrolle spielen. Bei Stellenbesetzung darf aber nicht über ein starres Quotensystem entschieden sein, sondern Eignung, Befähigung, fachliche Leistung der Bewerberinnen und Bewerber. Ja, die Vögel sind jetzt gerade massiv laut. Also ich kann jetzt alle drei Standpunkte kann ich hier nachvollziehen. Die sind zwar unabhängig voneinander ein bisschen anders formuliert, aber im Grunde sagen alle das Gleiche, nämlich Leistung soll unabhängig des Geschlechtes bevorzugt werden, was ich auch in Ordnung finde. So, dann haben wir Personenkontrollen. Da hatte ich gesagt, mehr Personenkontrollen, da sagen auch alle drei Parteien ja, mehr Personenkontrollen. Lesen wir mal wieder durch. Im bisherigen Rahmen, also an besonders kriminalbelasteten Orten, KBO, ist die notwendige gleichzeitig ist dies notwendig. Gleichzeitig müssen diese KBO wieder durch Polizeidirektion vor Ort und nicht zentral festgelegt werden. Im Sinne der Rechtsstaatlichkeit ist es auch erforderlich, diese Orte präzise zu definieren und darauf hinzuweisen. Also heißt Görlitzer Park, da geht es ja um die Drogenkriminalität, hatte ich ja schon mal gesagt. Verdachtsunabhängige Personenkontrollen müssen als Instrument einer handlungsfähigen Polizeiarbeit erhalten bleiben. Ebenso sollte die Möglichkeit der Schleierfahndung im ASOG verankert werden. Ja, weiß ich gar nicht, was ASOG ist, aber klingt für mich auch in Ordnung, sage ich ja auch. Gewalt und Drogenkriminalität sollte bekämpft werden, vor allen Dingen halt in den einschlägigen Drogenparks in Berlin. So, was sagt die CDU? Wir wollen der Polizei die erforderlichen Befugnisse geben, damit sie Kriminalität wirksam bekämpfen kann. Dazu gehört auch die Möglichkeit der verdachtsunabhängigen Personenkontrollen. Wir werden die sogenannte Schleierfahndung in Berlin einführen, um Terror, grenzüberschreitende Kriminalität und andere schwere Verbrechen wirksamer zu bekämpfen. Berlin darf nicht zum Magneten für Gefährder werden, weil diese hier weniger Personenkontrollen befürchten als fast in allen anderen Bundesländern. Ja, also auch hier sagen alle Parteien im Grunde das Gleiche. Sie wollen halt, dass mehr Leute kontrolliert werden und auch diese Leute dann, wenn sie erwischt werden, halt in den Knast wandern. Finde ich jetzt nicht schlecht, also kann ich alle drei Positionen nachvollziehen. Dann geht es weiter mit Erziehergehalt. Da hatte ich gesagt gehabt, nö, ein Erzieher hat weniger Qualifizierung als ein Lehrer, deswegen kann er nicht das Gleiche verdienen. Da sagen auch alle drei Parteien nein. Lesen wir mal durch. Da Ausbildungsdauer, Ausbildungsvergütung, Qualifikation und Anforderungsprofil unterschiedlich sind, wäre eine gleiche Vergütung sachlich unbegründet und ungerecht. Ja, hatte ich auch schon gesagt. Also die stimmt eigentlich zu 100% mit dem überein, was ich auch gesagt habe. Weil wenn ich Lehramt studiere, habe ich eine längere Ausbildung als ein Erzieher, der halt mit Kindern spielt. So, dann sagt die AfD, das Personal an Grundschulen muss gemäß den jeweiligen Qualifikationen und Tätigkeit bezahlt werden. Eine Ausbildung zum Erzieher ist nicht mit dem Lehramtsstudium gleichzusetzen, hatte ich auch gerade gesagt. Nichtsdestoweniger setzt die AfD für eine faire Bezahlung von Erziehern ein. Also die sollen halt auch mehr Geld kriegen, aber nicht gleich wie für Lehrer. Kann ich halt auch nachvollziehen, hatte ich ja auch schon gesagt. So, was sagt die CDU dazu? Wir wollen die Attraktivität des Erzieherberufs steigern, damit sich mehr Menschen für diesen wichtigen Ausbildungsberuf entscheiden. Hierbei setzen wir auf verbesserte Arbeitsbedingungen in den Kitas, Verbesserungen der Betreuungsschlüssel, bessere Ausstattung, Entlastung der Erzieher
von Verwaltungsausgaben etc. und eine bessere Bezahlung. Außerdem wollen wir eine Ausbildungsvergütung für Erzieherinnen und Erzieher einführen. Ach so, scheinbar kriegt man als Erzieher nicht mal eine Ausbildungsvergütung. Das ist ja sehr, 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 sehr schlecht. Heißt, dann macht es den Beruf auch nicht attraktiv, da den überhaupt zu lernen. Also kann man ja mal so sagen. Gut, also haben wir ungefähr, also habe ich ja ungefähr die gleiche Meinung, kann ich alle drei Standpunkte nachvollziehen. Gehen wir zum nächsten Thema. So, dann haben wir Haushalt der Bezirke. Da hatte ich gesagt, ja, die Berliner Bezirke sollen ihre Haushaltsausgaben eigenständig bewerten. Das haben nur die CDU befürwortet, die anderen haben das nicht, also lesen wir uns nicht durch. Wir wollen den Bezirken wieder mehr Gestaltungsspielraum geben und sie wieder mit größeren finanziellen Kompetenzen ausstatten. Wir wollen dafür unter anderem die direkte prozentuale Beteiligung der Bezirke an Gewerbesteueraufkommen prüfen. Heißt also, die wollen, dass die Bezirke die Gewerbesteuer direkt in ihren Rathäusern behalten. Ich hatte ja auch gesagt, es wäre sinnvoller, wenn die Rathäuser wieder selber entscheiden, wo das Geld hinkommt. Also nicht vom Hauptsenat in Berliner Mitte wird dann entschieden, welches Geld nach Köpenick kommt. Macht halt keinen Sinn, weil die Leute, die in Köpenick wohnen, wissen wohl am besten, wo das Geld in Köpenick hinfließen sollte, genauso wie die Leute in Pankow. Also hat nur die CDU mit Ja bestätigt. Freie Wähler waren neutral dazu und AfD war Nein. Ich würde mir die jetzt, weil das doch ein Thema ist, was mich interessiert, würde ich es doch gerne noch durchlesen. So, die Freien Wähler sagen dazu, die Bezirke verfügen über Globalsummen und haben mit diesen immer nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit die ihnen zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. Also die haben schon eine Globalsumme wohl, die sie verwenden können und deswegen sagen sie, nee, die sollen nicht über haushaltseigene Eigenständigkeit bestimmen dürfen. Okay, und was sagt die AfD dazu? Die Bezirke sind Teil der Berliner Verwaltung. Ein Großteil ihrer Haushaltsaufgaben sind daher Pflichtausgaben, über die sie nicht eigenständig bestimmen können. Nichtsdestotrotz müssen die Bezirke in Zukunft mehr Eigenständigkeit bekommen. Dazu benötigen sie mehr Entscheidungskompetenzen und zusätzliche finanzielle Mittel. Deshalb fordert die AfD, dass den Bezirken in Zukunft ein Anteil von 30% der Gewerbeeinsteuernahmen zukommt, sodass sie eigenverantwortliche Schwerpunkte setzen können. Also das, was die CDU will und hier mit Ja beantwortet, möchte die AfD auch, beantwortet aber mit Nein. Ja, weiß ich nicht. Dann ist, glaube ich, diese Frage, die sie hier gestellt wurde, nicht ganz eindeutig. Finde ich sehr schwammig. Naja. Ich habe auch gesagt, ich würde es gut finden, wenn man halt im Pankower Bezirksamt und im Rathaus dafür sorgen würde, wenn hier mal die Straßen ausgebaut worden wären, also werden würden. Das würde ich mal gut finden und dafür würde ich das auch bejahen. Mal sehen. Also Fragestellung scheint hier zu schwammig zu sein. So, dann Sinti und Roma. Hatte ich auch gesagt, soll nicht weiter gefördert werden. Hatte ich auch Nein geklickt. Da sagen alle drei Parteien Nein. Was sagen die denn? Also CDU. Die CDU-geführte Bundesregierung trägt bereits durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien dauerhafte Finanzierung des Zentralrats der Deutschen Sinti und Roma sowie zum Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma bei und hat auch das Europäische Roma-Institut für Kunst und Kultur mit Sitz in Berlin seit seiner Gründung unterstützt. Also heißt, es gibt schon genug Förderung für die Leute, muss nicht weiter gefördert werden, sagen die. Die Bedarfe liegen hier nicht im kulturellen und sprachlichen Bereich, sondern in der Beseitigung von Diskriminierung. Dies wird nicht durch politische Feigenblätter erreicht, sondern durch aktives Handeln. Ja, also nicht, man sollte es nicht stärker fördern, sondern man sollte vielleicht den Leuten andere Möglichkeiten bieten, sich zu integrieren. So, und die AfD sagt, die Zuschüsse an den Landesverband Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg e.V. und an den Verein zur Erhalt der Kultur Deutscher Sinti und Roma e.V. wurden bereits in den letzten Jahren deutlich erhöht. Hinzu kommen weitere Mittel für Bildungs- und Freizeitangebote sowie Schulmediatoren. Wichtig ist, dass bei der zukünftigen Mittelzuweisung der etablierten Landesverband Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg e.V. nicht zugunsten neu geschaffener Vereine überzogen wird. Also die sagen, die haben schon hier noch Geld gekriegt, die brauchen nicht mehr. Ja. Ich persönlich hatte mich da auch schon zu geäußert. Sind verschiedene Antworten, die auch alle mit Nein zu dem Thema agieren. Ja, Themen kann man, glaube ich, nachvollziehen. Ich persönlich hatte mich ja im ersten Video schon zu dem Thema geäußert. So, Bundeswehr an Schulen hatte ich auch Ja gesagt. Da soll bitte weiterhin Schulungsmaterial und Schulungen stattfinden. Was sagen die drei Parteien? Die Bundeswehr als Parlamentsarmee ist integraler Bestandteil unserer Gesellschaft, muss selbstverständlich ihrer Naharbeit informieren dürfen. Ja, fand ich auch, sehe ich genauso. Wie in anderen Bundesländern üblich, sollen auch in Berlin Jugendoffiziere der Bundeswehr in der Unterricht- oder Lehrfortbildung eingeladen werden können. Ziel soll sein, den Schülern sicherheitspolitische Grundkenntnisse zu vermitteln und das nötige Verständnis zum Handeln der Bundeswehr zu ermöglichen.
Ja, also ist auch ganz neutral gehalten. Die Bundeswehr als Parlamentsarmee ist elementarer Bestandteil unserer Demokratie und gehört in die Mitte der Gesellschaft. Wir stehen an der Seite unserer Soldatinnen und Soldaten, die der Sicherheit Deutschlands dienen. Gerade im Blick auf unsere Geschichte stehen wir für einen offenen Dialog zur Rolle der Bundeswehr in der Sicherheitspolitik. Also hier geht es ja um Informationsmitteilungen, auch an Schulen. Alle sagen ja, ich sage auch ja. Also glaube ich, kann man nachvollziehen, ist okay. So, Arbeitslosengeld 2 sollte gekürzt werden. Da hatte ich neutral angesagt und die sagen alle nein und die sagen alle ja. Wir können uns mal trotzdem, weil ich hatte das ja in zwei Punkten so differenziert, dass ich gesagt habe, ja, Arbeitsunwillige, denen soll das gekürzt werden, aber Leute, die sozusagen schon deutlich erhöhtes Alter haben und dann aus dem normalen Arbeitslosengeld in solche prekären Arbeitslosengeld-2-Verhältnisse fallen, weil sie vielleicht keinen Job mehr finden innerhalb eines Jahres, die sollten nicht bestraft werden. Deswegen hatte ich mich neutral dazu geäußert. Guckt dazu ansonsten nochmal das erste Video, dann seht ihr auch nochmal meine Meinung. Wir gucken uns aber trotzdem mal die Sachen an, weil mich das doch interessiert, warum diese Leute sagen, ja, wir sollen denen weiter was kürzen. Weil das ist halt auch, die Frage ist halt nicht differenziert genug gestellt. Hier müsste stehen, Arbeitslosengeld soll Arbeitsverweigerern gekürzt werden. Dann wäre das sinnvoller. Dann wäre die, ja. Also wir gucken mal hier. Die Freien Wähler sagt, es kann nicht sein, dass diejenige, die legal und in Vollzeit arbeitet, ebenso viel verdient wie derjenige, der lediglich illegal arbeitet und illegal und ALG 2 erhält. Sofern es sich um geeignete Angebote handelt, müssen diese angenommen werden. Also die sagen einfach pauschal, jeder muss arbeiten. So, AfD sagt, Solidarität ist keine Einbahnstraße. Wer das Angebot auf eine zumutbare Arbeitsstelle unbegründet ablehnt, muss mit Sanktionen rechnen. Es gilt der Grundsatz des Förderns und Forderns. Was sagen die CDU? Das Prinzip Fördern und Fordern hat sich bewährt. Deshalb muss neben dem Anreizen auch Sanktionen geben. Deswegen wollen wir, dass auch zukünftige Sanktionen bei Bezug von Arbeitslosengeld 2 möglich sind, wenn die Mitwirkungs- und Meldepflichtigen nachhaltig verletzt werden. Die zu vollständige Abschaffung der Sanktionen bei Empfängern von Arbeitslosengeld 2 lehnen wir ab. Also die sagen hier halt pauschale Nichtsanktionierung. Das ist halt alles nicht eindeutig genug. Ich bin mit den Sachen nicht einverstanden, weil ich, wie gesagt, ja eben schon gesagt habe, man müsste das im Einzelfall prüfen. Und da kann man eine Pauschalisierung der Sanktionen gar nicht machen, weil es gibt Menschen, die sind absolut arbeitsunwillig, die wollen gar nicht arbeiten, weil sie faule Penner sind. Und dann gibt es auch Menschen, die vielleicht in ihrem Beruf oder in einem Beruf nicht mehr arbeiten können, den sie mal ausgeführt haben, der aber jetzt vielleicht durch Digitalisierung oder durch Wegfallen von Industrie halt nicht mehr möglich ist. Und dann möchte ich aber so jemanden, der ja eigentlich dann ein ausgebildeter und vielleicht auch gut situierter Mensch ist, den möchte ich dann halt aber auch nicht zwingen, jede Drecksarbeit machen zu müssen, auf gut Deutsch gesagt. Also deswegen bin ich da neutral. Aber gut, dass wir uns das nochmal durchgelesen haben, fand ich jetzt doch ganz informativ. So, dann Untersuchungsausschuss, da hatte ich auf Ja gedrückt. Ich wusste aber auch nicht, um was es da geht. Und alle meine Favoriten oder mir empfohlenen Dinger vom Wahl-O-Mat sagen da nein. Ich würde das trotzdem mal gerne durchlesen, würde gerne nachvollziehen, was die dazu zu sagen haben. Die Vögel sind heute besonders laut, ey. So. Wo geht's denn hier rum? Alle Berichte zu den verschiedenen Taten, weit überwiegend Sachbeschädigungen über einen Zeitraum von 8 Jahren, die von Linken und Grünen als Anschlagsserie bezeichnet werden, zeigen kein polizeiliches Fehlverhalten. Dringend zu untersuchen ist allerdings die seit mehr als 10 Jahren anhaltende extremistisch motivierte Brandanschlagsserie auf PKW in ganz Berlin. Das kenne ich auch noch. Es wurden ganz viele Autos vor allen Dingen in Prenzlauer Berg und Friedrichshain angezündet von Linken, weil die sich an den reichen Porsche und neureichen Karren gestört gefühlt haben. Die haben hier aber Nein gestimmt zur Anschlagsserie. Da jetzt nicht differenziert ist, welche Anschlagsserie das ist, weiß ich immer noch nicht, um was es geht. AfD durch die bereits geleistete umfassende Arbeit der polizeilichen APOS, besonderen Aufbauorganisation APOS, Fokus ist kein Mehrwert auf einen Untersuchungsausschuss erkennbar. Dieser würde aller Wahrscheinlichkeit keine weiteren Erkenntnisse erbringen. Ich weiß ja nicht, um was es hier geht, also kann ich nicht nachvollziehen, die Aussagen. Es muss alles daran gesetzt werden, die Anschlagsserien in Köln aufzuklären. Die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ist das härteste Schwert des parlamentarischen Betriebes.
Er kommt dann zum Einsatz, wenn andere Aufklärungsversuche nicht erfolgreich sind. Wir haben Zutrauen, dass dieses wichtige Thema von den Polizeibehörden akribisch untersucht wird. Also es geht hier um irgendwelche Anschläge, die ich nicht nachvollziehen kann, weil sie nicht benannt werden, um welche Anschläge es geht. Und die CDU meint, Polizei reicht aus. Und die anderen Leute sagen, man sollte sich doch lieber um andere Anschlagsserien kümmern, als die um Neukölln. So, wir sind fast am Ende angekommen. So, in Berlins Kitas sollen vorrangig das traditionelle Familienbild Vater, Mutter, Kind vermittelt werden. Ja, hatte ich auch schon gesagt. Fortpflanzung und Weiterbestehen des Menschen geht halt nur mit Mann und Frau. Liebe machen, Kinder kriegen, geht halt so, geht nicht anders, ist biologisch nicht anders möglich. Ja, also von daher, ja, stimme ich zu. Aber da hat auch die AfD gesagt, die AfD bekennt sich zur traditionellen Familie, bestehend aus Vater, Mutter, Kindern. Dass in Berliner Kitas und Schulen vorrangig das traditionelle Familienbild vermittelt werden soll, ergibt sich auch daraus, dass diese Erfahrungswelt der meisten Kindern entspricht. Daneben gehören selbstverständlich auch Alleinerziehende und gleichgeschlechtliche Eltern zur Realität und diese sollen angemessen berücksichtigt werden. Also hier, die werden nicht hinten dran gestellt, sondern die sollen auch berücksichtigt werden, aber offiziell in der Kita und in der Schule soll halt die Normalität geprägt werden. Ist halt okay. Was sagen CDU und Freie Wähler? Die haben neutral gemacht. Kitas und Schulen sollen überhaupt kein Familienbild vermitteln, sondern sollen sich auf ihre Kernaufgabe konzentrieren. Das Familienbild eines Kindes ist Sache seiner Familie, wie auch immer diese aussehen mag, so unterschiedlich, wie es unterschiedliche Familienkonstellationen gibt. Ja, ist auch okay, ist nachvollziehbar, aber ich bin der Meinung, man kann schon Vater, Mutter, Kind schon als die Normalität ja, vermitteln. Finde ich hier nicht eindeutig genug bei denen. Und was sagt die CDU? Die Berliner Realität, in der unsere Kinder aufwachsen, ist vielfältig. Die klassische Familie besteht nach wie vor aus Vater, Mutter, Kind. Aha. Familien sind aber ebenso alleinerziehende, gleichgeschlechtliche Paare, Patchwork-Familien, denn Familie ist überall dort, wo Menschen dauerhaft Verantwortung füreinander übernehmen. Entscheidend ist für uns, dass unseren Kindern grundsätzlich Wert, Respekt, Toleranz, Offenheit beigebracht werden. Ja, keine Ahnung, also auch sehr, sehr schwammig formuliert. Die wollten wahrscheinlich, also die beiden haben jetzt hier wahrscheinlich bei diesem Punkt nicht Ja angeklickt, weil sie mit der AfD nicht übereinstimmend sein wollten. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Also ich sehe das so, wie ich es angeklickt habe und ja, muss auch sagen, ist auch momentan die einzig richtige Möglichkeit. So, Gesichtserkennung an öffentlichen Plätzen soll mit Software gemacht werden. Habe ich ja gesagt, hat nur die CDU ja gesagt. Klicken wir mal an. Wir setzen uns für Filme Videoschutz ein. Nicht flächendeckend, sondern überall dort, wo er hilft. Denn punktueller Videoschutz ist besonders in kriminalitätsbelasteten Orten in unserer Stadt, kann helfen, das Sicherheitsgefühl zu erhöhen, Straftaten vorzubeugen und diese besser und schneller aufzuklären. Das hatte ich ja auch gesagt mit dem S-Bahn-Projekt Südkreuz mit der Gesichtserkennung. Künstliche Intelligenz kann die Aufklärung von Verbrechen unterstützen, gleichzeitig den wichtigen Aspekt des Persönlichkeitsschutzes mehr Geltung verschaffen. Ja, fand ich auch gut. Habe ich auch Ja angeklickt. Die anderen haben Nein angeklickt. Ich würde jetzt gerne noch wissen, warum die Nein angeklickt haben. Es gibt in Berlin keine Videoüberwachung, sondern. Nee, also nochmal. Es gibt in Berlin keine Videoüberwachung, also die aktive Bewachung, so dass Kräfte eingreifen könnten, sondern nur die ineffiziente, von Lobbyisten wie immer wieder geforderte Videoaufzeichnung von Straftaten. Wäre diese abschreckend, hätte sich die Zahl der Sexualdelikte bei der BVG nicht seit 2016 mehr als verdoppelt, obwohl es 9000 zusätzliche Kameras gibt, die sogar Gespräche aufzeichnen können. Wir brauchen nicht mehr Technik, sondern mehr Personal, das auch eingreifen kann. Also die Freien Wähler stimmen nicht zu, die würden halt gerne mehr Sicherheitspersonal an den Bahnhöfen haben, damit man dann direkt dann einschreien kann, wenn was passiert. Ja, ist auch nachvollziehbar, aber dann die Gesichtserkennung nicht zu akzeptieren, verstehe ich nicht, macht keinen Sinn. So, und dann sagt die AfD, eine Ausweitung der Videoüberwachung im öffentlichen Raum ist dringend geboten, insbesondere an kriminalitätsbelasteten Orten. Der Einsatz einer Gesichtserkennungssoftware kommt dabei allerdings nicht in Frage, weil dem datenschutzrechtliche Hindernisse, aber auch die hohe Fehleranfälligkeit der Gesichtserkennung entgegenstehen. Also da kann ich das nicht nachvollziehen, weil Gesichtserkennungssoftware ist mittlerweile so gut geworden, dass man damit auf jeden Fall eine hohe Fehleranfälligkeit nicht nachweisen kann. Macht gar keinen Sinn, die Aussage hier. Also ist Quark. Aber die wollen eigentlich auch mehr Videoüberwachung. Ist so, ja, jeder will irgendwie das Gleiche, aber auf einem anderen Weg. So, dann haben wir Kriminalität, nee, Klimaneutralität, da hatte ich, ja, neutral gesagt.
Ja, das Thema ist mir eigentlich egal, hatte ich ja schon lange und breit ausgeführt. Die drei stimmen hier nicht zu. Ich wäre hier nur mit der SPD und die Basis übereinstimmend. Umgehen wir mal. Video ist ja jetzt auch schon lang genug. So. Kopftuch von Lehrerinnen soll untersagt werden. Freie Wähler, AfD, CDU und SPD sagen ja. Mal gucken, was die zu sagen haben. So, das Kopftuch als politisches Symbol der Ungleichwertigkeit von Mann und Frau hat insbesondere bei Landesbediensteten nichts verloren und ist weder mit der Neutralitätspflicht von dem Gleichheitsgrundsatz als Zentralwert der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar. Also sie sagen hier, politisches Symbol Kopftuch hat in der demokratischen freiheitlichen Grundordnung nichts zu suchen, deswegen nein im Unterricht. So, CDU sagt, unsere Schulen sind kein Ort für politische oder religiöse Einflussnahmen. Der Staat muss religiös und weltanschaulich neutral sein. Wer hoheitliche Aufgaben ausführt, darf keine religiös oder weltanschauliche motivierte Kleidung oder Symbole tragen. Wir werden das Berliner Neutralitätsgesetz rechtssicher weiterentwickeln und beibehalten. Okay, also die sagen auch, das hat da nichts verloren. Und die AfD sagt, Schule muss ein neutraler Raum sein, der eine freie Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen ermöglicht. Kopftuch tragende Lehrerinnen setzen Schülerinnen durch ihr Vorbild unter Druck. Schüler und Eltern fühlen sich durch die Konfrontation mit dem Kopftuch in ihrer negativen Religionsfreiheit verletzt. Der beständige öffentliche Streit über das Kopftuch ist ein deutliches Zeichen dafür, dass das Kopftuch den Schulfrieden beeinträchtigt. Also AfD sagt auch, Religion und Kopftuch haben in der Schule nichts zu suchen. Also alle drei sagen das Gleiche. Ich nehme mal jetzt noch die SPD, weil das hat mich jetzt gewundert, dass sie dazu auch ja sagen. Das würde mich mal interessieren, was die dazu sagen. Berlin ist vielfältiger als jemals zuvor. Getragen wird diese Vielfalt vom neutralen Staat, der alle gleich behandelt und Berlin in seiner Diversität zusammenhält. Gerade in Schulen mit Kindern unterschiedlichen biografischen und Religionen ist staatliche Neutralität ein hohes Gut. Zur Einhaltung des Schulfriedens, das Tragen religiöser Symbole in öffentlichen Schulen ist im Berliner Neutralitätsgesetz unterbunden. Dies gilt sowohl für das Tragen eines Kopftuches als auch für alle anderen religiösen Symbole. Heißt also, man darf auch kein Kreuz im Unterricht, also als Lehrer tragen, und man darf auch keine, ich weiß gar nicht, was die Taoisten, die haben ja, glaube ich, so ein Yin-Yang-Zeichen oder sowas, darf man auch nicht tragen. Also deswegen sagen die, es gibt da schon ein Gesetz, was dem Ganzen widerspricht. Deswegen ist das alles mit Ja zu bestimmen. Sagen alle das Gleiche. Ich sage auch, hat in der Schule Religion, hat da nichts zu suchen, ist Privatsache, kann jeder für sich selber machen. So, Wahlalter ab 16. Habe ich Nein gesagt. Die Leute mit 16 sind zu jung und zu dumm, kann man ja so sagen, um ihre Wahlentscheidung nachvollziehen zu können. Ich sage nein, die drei sagen auch nein. Wir gucken mal, was sie zu sagen haben. Die dafür notwendige Verfassungsänderung müsste auch den Umstand Rechnung tragen, dass eine Entkopplung von Rechten und Pflichten nicht geben darf. Wer das Wahlalter herabsetzen will, gleichzeitig aber die Altersschwellen etwa für Alkohol- und Tabakkonsum heraufgesetzt hat, traut den Menschen also zu, für ein Land zu entscheiden, nicht aber für sich selbst. Gleiches gilt für das ab bis 21 angewendete Jugendstrafrecht. Daher ist diese isolierte Forderung abzulehnen. Ja, also es macht ja keinen Sinn, wenn ich ab 16 wählen darf, aber ab 16 keinen harten Alkohol trinken darf und keine Tabak rauchen darf, dann ist das konträr. Das macht halt keinen Sinn so richtig. Die Aussage gefällt mir sehr, sehr gut, finde ich bisher sehr, sehr eindeutig. Die AfD sagt, die AfD plädiert dafür, das Wahlalter weiterhin an die Erlangung der Volljährigkeit und die volle Strafmündigkeit zu koppeln. Nur wer die vollen Bürgerrechte und vollen Bürgerpflichten innehat, soll auch über politische Zukunft und Gemeinwesen mitbestimmen dürfen. Vor dem Erlangen des Wahlrechts sollen Minderjährige aber durch Angebote der politischen Bildung und Einrichtungen wie zum Beispiel U18-Wahlen an das andere Wahlrecht herangeführt werden. Also die wollen sozusagen eine Wahl für Junge machen, die aber halt keine politischen Auswirkungen hat. Ist okay, damit werden die Leute politisch gebildet, und können sich mit dem Thema schon mal auseinandersetzen, ohne halt, ja, ich weiß noch genau, wie das bei meiner ersten Wahl war mit 18, wo dann meine Mutter sagte, einfach wähl mal das, und ich keine Ahnung hatte, was in dem Politprogramm drin stand. Also von daher finde ich ganz gut so, ist nachvollziehbar die Aussage. Die Absenkung des Wahlalters sehen wir kritisch. Es hat sich aus unserer Sicht bewährt, Wahlrecht und Volljährigkeit miteinander zu verknüpfen, haben die anderen auch alle gesagt. Wir halten es für sinnvoll, die Jugendlichen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld, in der Familie, in der Schule oder im Verein auf ihr Leben als mündige Bürger vorzubereiten. Dazu können Projekte
wie die schon lange bekannte Schülervertretung ein wichtiger Beitrag leisten. Ja, also weil es gibt ja auch Wahlen an Schulen, Schülervertretung, da kann man was machen. Ich weiß noch, ich wollte das damals alles nicht machen, weil das mich meine Freizeit gekostet hat. Da konnte ich weniger am PC zocken. Deswegen habe ich solche Sachen alle nicht gemacht. Hatte ich keinen Bock drauf. Also alle Antworten, sage ich, sind nachvollziehbar, kann man irgendwie so ein bisschen verstehen und stimmen so auch mit meinem Gedankengang überein. So, jetzt haben wir noch drei Fragen übrig. 36 Alkoholwerbung auf landeseigenen Werbeflächen sollen keine Alkoholprodukte mehr beworben werden dürfen. Ja, hatte ich auch nein geklickt. Warum soll auf landeseigenen Flächen kein Jim Beam drauf sein oder warum darf da kein Bitburger drauf sein? Versteht keiner, macht gar keinen Sinn. Was sagen denn die drei Favoriten bei mir dazu? Ungeachtet dessen, dass der Betrieb von Werbeflächen keine staatliche Kernaufgabe ist, gilt der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit aus Paragraph 7 des, weiß ich nicht, Gesetzes. Wer die Fläche bezahlt, bekommt sie. Ist okay. Damit kann man Steuereinnahmen generieren. Wenn Firmen auf landeseigenen Flächen werben wollen, ist doch gut. Können sie doch machen. Auf einem Werbeplakat für Alkohol würden immer weitere Verbotsforderungen folgen, weil auch andere Produkte, zum Beispiel gesundheitsschädlich oder umweltschädlich sind, beziehungsweise ethnische Defizite aufweisen. Statt die Verbotskultur weiter zu befeuern, setzen wir auf den mündigen Bürger, auf Aufklärung und Verbraucherbildung. Ja, kann man jetzt eigentlich nichts Negatives in dem Satz sehen. Jeder sollte selber entscheiden, ob er einer Werbung zugetan ist oder nicht. So. CDU sagt, es ist richtig, zum Beispiel in unmittelbarer Nähe von Schulen keine Alkoholprodukte zu bewerben. Eine pauschale Bewerbeverbot für ein legales Produkt ist jedoch diskriminierend und begegnet auch rechtlichen Bedenken. Gleichzeitig ist für uns klar, dass Alkohol nur verantwortungsvoll konsumiert werden darf. Steht auch auf jedem Bier drauf, hier verantwortungsvoller Genuss und so. Also die drei Aussagen sind alle so ein bisschen geschwurbelt. Am besten fand ich das mit dem hier, wer es bezahlt, der kriegt's. Ja, ist nachvollziehbar. So, Projekte gegen Antisemitismus, da stimmen alle Leute zu, da stimmen sogar auch die anderen alle zu. Also da gibt es gar keinen Grund, das eigentlich jetzt nicht nochmal durchzulesen, weil wer ja Projekte gegen Antisemitismus nicht fördert, ist in meinen Augen ein böser Mensch. Sollte, deswegen kann man das nur mit Ja beantworten. Wir lesen uns trotzdem aber nochmal die drei Kernaussagen dazu durch. So. Also, die Freien Wähler sagen, diese Förderung muss erheblich zielgerichteter erfolgen und insbesondere der islamische Antisemitismus ist entschlossen zurückgedrängt werden. Okay, also. So, wir waren bei. Genau. Also, wir lesen mal durch, was die Parteien dazu zu sagen haben. Die Freien Wähler sagen, diese Forderung muss erheblich zielgerichteter erfolgen und insbesondere der islamistische Antisemitismus entschlossen zurückgedrängt werden. Hatte ich ja auch schon gesagt, in Berlin gibt es die meisten antisemitischen, also judenhassenden Anschläge durch halt Orientalen. Ist einfach so, ist ein Fakt, darf man nicht beschönigen. Und dementsprechend finde ich diese Aussage sehr, sehr gut und sehr, sehr treffend. Da muss man auf jeden Fall drauf eingehen. Es gab ja auch diese Anschläge auf Leute, also wirklich, da sind Menschen, die hatten eine Kippa auf hier in Berlin und wurden danach von irgendwelchen, weiß ich nicht, Alibabas zusammengehauen. Fand ich wirklich sehr, 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 sehr asozial. Deswegen kann ich nur sagen, das muss man auf jeden Fall unterstützen. So, dann sagt die AfD. Die verbalen und tätlichen Angriffe auf Juden und Israelis in Berlin haben ein erschreckendes Ausmaß angenommen. Das besondere Augenmerk zukünftiger Projekte gegen Antisemitismus muss auf den seit Jahren bagatellisierten muslimischen Antisemitismus gelegt werden. Aber Projekte reichen nicht aus. Der jährliche Al-Quds-Marsch, bei dem krass antisemitische agiert wird, muss mit allen Mitteln des Rechtsstaats unterbunden werden. Jüdische Bürger müssen sich in Berlin wieder sicher fühlen. Genau, das gab es auch. Ich muss mal gucken. Al-Quds-Marsch, ich kann das ja nochmal zeigen. Da wurden, glaube ich, sogar, das schauen wir uns jetzt mal hier im Video nochmal an. Al-Quds-Marsch in Berlin, hier abgesagt, widerlichsten, einer der widerlichsten, hier von der Hezbollah, der wurde abgesagt dieses Jahr scheinbar. Aber genau, die laufen ja damit hier mit so AK-Symbolen und sonst was rum und ja, haben auch auf offener Straße, glaube ich, jüdische und israelische Flaggen verbrannt und so und hier Israel-Kindermörder und so, Parolen wurden gebrüllt und sowas. Also, ja, diese Aussage kann ich voll und ganz unterstützen, ist wirklich sinnvoll. Was sagt die CDU? Wir treten jeder Form von Extremismus, jeder Form von Gewalt und Terror entschieden entgegen. Deshalb werden wir Projekte gegen Antisemitismus weiter unterstützen und die Arbeit derjenigen Organisationen, die sich im Kampf gegen den Antisemitismus verschreiben, dauerhaft sichern. Ja,
Was soll ich dazu sagen? Die Aussage ist sehr, sehr schwammig formuliert, weil damit werden vor allen Dingen ja die bisherigen Antisemitismus-Organisationen unterstützt. Und das sind ja eigentlich alles linksgerichtete ja, Unternehmen, die ja mit immer den Kampf gegen rechts fordern und sowas. Also ich finde da die Aussage von den beiden einfach besser, muss ich sagen. Also ja, aber generell Antisemitismus ist ein No-Go in Deutschland und sollte auf jeden Fall unterbunden und bekämpft werden. So, und dann haben wir jetzt noch die letzte Frage. Ladenöffnungszeiten, alle Geschäfte sollen sonntags öffnen. Da hatte ich ja auch gesagt, nein, ey, Sonntag ist der Ruhetag. Keiner hat Bock, sonntags zu arbeiten. Schauen wir mal nach. Also die CDU hat sich neutral geäußert. Also dann lassen wir die mal. Wir machen uns jetzt nur mal mit den Übereinstimmungen drin. Also die Freien Wähler. Diese Frage kann Berlin gar nicht entscheiden, da nach Artikel 140 Grundgesetz im vermeintlichen Artikel 139 VRR der Sonntag als arbeitsfreier Tag auf Bundesebene geschützt ist. Also, das können die gar nicht entscheiden, weil ein Bundesgesetz sagt: Ey, Sonntag ist ein arbeitsfreier Tag. Also ist diese Forderung in Berlin komplett hanebüchen. So, was sagt denn die AfD dazu? Der Sonntag dient der Erholung, dem gemeinsamen Zusammensein mit der Familie, Freunden und Verwandten sowie der geistigen Besinnung. Sollte es keinen Wochentag mehr geben, an dem die meisten Menschen gleichzeitig arbeitsfrei haben, würde das soziale Miteinander und der gesellschaftliche Zusammenhalt Schaden nehmen. Deshalb darf der Sonntag über die notwendigen Ausnahmen, zum Beispiel Polizei, Feuerwehr, Krankenhausmitarbeitern hinaus keine reguläre Arbeitszeit werden. Ja, also beide Aussagen finde ich ganz gut. Der hier besinnt sich mehr auf die Bevölkerung, der hier besinnt sich mehr auf die Gesetzesgebung, die es gibt. Ja, finde ich beide Aussagen nachvollziehbar. Kann ich auf jeden Fall mit umgehen. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende. Was heißt schon? Es ist ein mindestens 60-Minuten-Video geworden zu den einzelnen Themen, die wir hier ja durchgegangen sind. Ja, vom Wahl-O-Maten ja durchgegangen. Viele Themen, viele Aussagen konnte ich gut nachvollziehen, die getätigt worden sind, die dann auch die Übereinstimmung jetzt im Wahl-O-Mat mit sich bringen. Manche Sachen waren schon sehr, sehr komisch. Wie gesagt, konnte ich halt nicht nachvollziehen, vor allem das mit der Gesichtserkennung und so. Da bin ich ja doch schon so ein bisschen ja, zwiespältig, warum da jetzt, also wenn die Freien Wähler bei mir die größte Zustimmung haben sollen, laut Wahl-O-Mat, warum die das Ganze beneinen oder sowas. Naja, auf jeden Fall sind wir hier am Ende angekommen. Ich finde die Begründungen sehr, sehr gut. Also für die meisten sehr, sehr gut. Die kann ich nachvollziehen. Die stimmen auch mit meinem Ergebnis überein. Natürlich müsste jeder, der jetzt wählen geht, sich am besten nicht nur diesen Wahl-O-Maten durchgucken, sondern auf jeden Fall auch die Wahlprogramme der einzelnen Parteien durchschauen. Das lege ich euch wärmstens ans Herz. Dementsprechend würde ich auch an dieser Stelle, jetzt muss ich mal das Bild hier rüberschieben, dementsprechend möchte ich auch an dieser Stelle dieses Video beenden. Ich hoffe, ihr konntet dem Ganzen so ein bisschen was abgewinnen und ja, konntet auch meine Position jetzt nachvollziehen. Wir haben die ja so ein bisschen mit den Antworten und Begründungen der jetzt drei präferierten Parteien laut Wahl-O-Mat abgeglichen. Viele Positionen, die länderspezifisch dort jetzt aufgetaucht sind, stimmten ja überein, manche stimmten nicht überein, manche war ich ja neutral und die anderen waren da dagegen oder dafür oder wie auch immer. Und dementsprechend muss ich ja sagen, bin ich jetzt erstmal ein Stück schlauer. Ich hoffe, ihr seid es auch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Abonniert ruhig den Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Meinungsvideos, keine Food Reviews, keine Challenges und Vlogs hier bei mir auf dem Kanal. Da würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Ihr seid ein aktiver Supporter und helft dabei, dass dieser Kanal auch mehr geklickt wird und mehr gefunden wird. Ja, und am Ende dieses Videos bleibt mir nur noch zu sagen, wir sehen uns dann einfach im nächsten Video wieder. Stay real, bis dann, euer Ozok. Ciao!